Tschüss. Moin Moin. Ich grüße Sie ganz herzlich. Die Bibel berichtet uns von einer ganz interessanten Begebenheit. Und zwar waren da zwei Söhne und ein Sohn hat den Vater angesprochen, hat gesagt, mir ist das hier zu eng, mir fällt die Decke auf den Kopf, hier ist nur Arbeit angesagt und richtig ausleben kann ich mich auch nicht. Und die ganzen Maßstäbe sind mir zu eng, die Leitplanken, die 10 Gebote, das hängt mir alles aus dem Hals. Und ich möchte gerne, Vater, dass du mir mein Erbe auszahlst und ich möchte jetzt ganz gerne meinen eigenen Weg gehen. Und der Vater hat das gemacht. Der ist an seinen Tresor gegangen und hat gesagt, ich zahle das aus, das Erbe. Und dann ging der Sohn seines Weges. Das erste Wochenende, da ging so richtig die Post ab. Da hat er jede Runde bezahlt, egal was getrunken wurde. Longdrink, Bier, die Zigaretten hat er bezahlt, alles. Die Tüte, die man sich mal reinpfeift, alles bezahlt. Und da hatten die Leute gedacht, wow, der hat richtig Knete. Der hat richtig was auf der Tasche. Und sein Freundeskreis, der wurde immer größer. Und jede Party wurde immer besser. Jede Party wurde immer besser. Er hat gedacht, Wahnsinn. Und er fühlte sich richtig wohl. Der hat Anerkennung bekommen. Verstehen Sie? Richtige Anerkennung. Richtige Wertschätzung, sagen wir heutzutage. Und das Geld, das ging so über den Tresen und das war wahnsinnig. Die Partys wurden immer größer. Und dann auf einmal schaute er im Fernsehen, eine Wirtschaftskrise bricht ein, seine ganzen Aktien, die er von diesem, was der Vater ihm gegeben hat, gekauft hat, da ging der ganze Kurs nach unten und er hat nur noch Verlust gemacht. Er schaute rein im Fernsehen und sagte, kann doch nicht wahr sein, jetzt bricht hier alles ein. Die ganzen Kurse fallen nach unten, ich habe fondsgebundene Aktien genommen, risikoreiche Aktien, alles bricht ein. Und das Geld im Portemonnaie wurde immer knapper. Der stellte fest, dass sein Portemonnaie aus Zwiebelleder geschnitten ist. Immer wenn er reingeguckt hat, hat er die Tränen bekommen. Nichts mehr drin. Ja, was jetzt? Was machen wir jetzt? Der hatte sogar so wenig Geld, dass er sich nichts mehr zu essen kaufen konnte. Gar nichts. Nichts. Da war nichts mehr da. Und dann hat er von Ferne so einen Bauernhof gesehen. Und das stank schon so richtig nach Schweinescheiße, richtig, richtig eklig. Und da ist er zu dem Bauer hingegangen und hat gesagt, hast du hier so ein Plätzchen für mich? Da hat er gesagt, ja, bei den Schweinen am Troch, da kannst du dich hinsetzen. Und dann ab und zu um 18 Uhr war Schweinefütterung, da haben die was da in den Troch reingekippt. Und hat er gesagt, was da überbleibt von den Schweinen, das Ganze aufessen. Ganz unten angekommen. Ganz unten. Und als es dann immer schlimmer mit ihm wurde, da hat er mal so eine Bilanz gezogen und hat für sich gedacht, wie war das eigentlich bei meinem Vater, der mir das Erbe ausgezahlt hatte. Ich hatte regelmäßig um 18 Uhr mein Armbrot, morgens um 9 Uhr hatte ich regelmäßig mein Frühstück, um 13 Uhr gab es Mittag und wenn die Mutter ganz gut drauf war und der Vater hatte auch eine richtige Kaffeetafel aufgebaut. Und da ist jetzt nichts mehr, gar nichts mehr, gar nichts mehr von zu sehen. Ich stink schon richtig nach Dreck. Und dann hat ihn das Gewissen richtig gestraft. Und er kam dann so richtig ins Überlegen und hat gesagt, wo bin ich hingekommen? Ich bin schuldig geworden vor Gott und den Menschen. Hätte ich mir mal ja das Erbe nicht auszahlen lassen und wäre mein Vater gehorsam geblieben, würde ich jetzt nicht hier sein. Warum erzähle ich Ihnen diese Begebenheit? Mal auf unsere heutige Zeit angewendet. Wissen Sie was, ich habe das genauso erlebt. In einem schönen, frommen Elternhaus groß geworden. Und wenn die Mutter ermahnt hat, habe ich gedacht, meine Güte, jetzt schon wieder die Geschichte. Ne? Ach, pass auf, lieber zu vorsichtig als zu nachsichtig.
Und Sünde hat sie mit Namen genannt. Dann kam der Konfirmationsunterricht. Dann hat der Pfarrer noch erzählt, ihr müsst die 10 Gebote auswendig lernen. Und dann habe ich die auswendig gelernt. Und vielleicht kennen Sie das noch aus Ihrer Zeit. Du sollst nicht töten, was ist das? Du sollst Gott lieben. Wie geht's weiter? Vertrauen und fürchten. Und ich dachte, ja gut, komm. Konfirmation, das reißt du noch so ab, weil da gibt's Knete. Ja, da gibt's richtig Knete. Die Oma haut da so richtig einen in den Umschlag rein. Und das brauchst du, weil du dir ein tolles Fahrrad kaufen willst. Und dann kannst du die 10 Gebote lernen. Ist gar kein Thema. Aber ich habe manchmal Gott gar nicht auf dem Plan gehabt. Ich habe das nur keinem erzählt. Selbst schon beim Konfirmationsunterricht habe ich gedacht, irgend ist was da, da ist was dran. Und ich habe festgestellt beim Konfirmationsunterricht, Arno, du hältst nicht eins dieser Gebote. Da kam zum Beispiel ein Gebot auf einmal, das hat mich richtig gehasst. Du sollst Vater und Mutter ehren. Das auch noch. Auf das du lange lebst auf Erden. Ich habe gedacht, das wird ja eher immer enger. Und eines Tages war das so, meine Mutter hat mich mal wieder ermahnt, keine Hausaufgaben gemacht, nur mit dem Fußball beschäftigt, einfach mal auch eine Lüge so reingehauen, dass die Mutter das nicht feststellen soll. Und dann hat meine Mutter mal so eine richtige Strafpredigt gehalten, hat gesagt, ey, so geht's nicht, Arno, so funktioniert's nicht. Das funktioniert nicht. Und ich hatte so ein kleines Passfoto von meiner Mutter auf meinen Schulschreibtisch, wo ich immer meine Hausaufgaben gemacht habe. Und dann habe ich den Zirkel genommen und habe voll in diesen Passfoto reingehämmert. Habe gesagt, was geht die mir auf den Nerven? Und das ging so bis zu meinem 17. Lebensjahr. Und dann bin ich mit jungen Christen in so eine Freizeit gefahren. Und da hat dann ein Prediger des Wortes auf einmal das Textwort gehabt, über die Begebenheit, wie Jesus den Petrus fragt, hast du mich lieb? Und auf einmal stand dieses mit dem Zirkel, dieses Stechen in das Passfoto, stand mir vor Augen und da habe ich mich total geschämt. Und mir flossen die Tränen so runter und gedacht, was bist du für Mensch? Wissen Sie, genauso wie dieser Sohn, der jetzt diese Schweine, den Schweinetruch da leer geleckt hat, weil er ein bisschen Kohlampf hatte, genauso fühlte ich mich. Ich bin schuldig geworden vor Gott und den Menschen. Und Gott fragt jetzt noch den Petrus, was ist das denn für ein Wahnsinn? Hast du mich lieb, Petrus? Und da habe ich gedacht, ich habe da so gehört, als ob Jesus fragt, Arno, hast du mich lieb? Und dann bin ich in mein Zimmer gegangen und habe gedacht, kann doch gar nicht sein, dass ein heiliger Gott, der seinen Sohn gibt, mich arm Schlucker, wo nur Sündendreck dran ist, jetzt fragt, hast du mich lieb? Und wissen Sie, da bin ich erste Mal in meinem Leben unter dem Kreuz von Golgatha zusammengebrochen und habe gesagt, Herr, ich ergib mich. An mir ist nichts zu finden, was vor dir einen Wohlgeruch hat. Gar nichts. Und dann habe ich mich bei meiner Mutter entschuldigt und habe gesagt, Mutter, das habe ich getan. Das tut mir so weh im Herzen. Und dann bin ich zurückgekommen zu diesem Vaterhaus. Und wissen Sie, dieser verlorene Sohn, der kommt jetzt zurück. Und wissen Sie was? Was meinen Sie, was wie Gott ist? Dass der da so richtig steht mit so einem Hammer in der Hand und sagt, lass ihn mal kommen, lass ihn mal kommen. Wenn der hier hinkommt mit seiner ganzen Schuld, dann kriegt der eine Gewinn ab, da dreht er sich dreimal im Kreis. Haben Sie so ein Gottesbild? Ist falsch. Können Sie getrost sagen, ist falsch. Vielleicht haben Sie auch ein Gottesbild und sagen, Gott ist das total egal, ob ich sündige oder nicht. Der nickt jede Sünde ab. Ich kann machen, was ich will. Und wenn es mir schlecht geht, nehme ich einen Euro, schmeiß bei Ihnen den Wunschautomat rein und unten hole ich das erhörte Gebet raus. Kann ich Ihnen auch sagen, 10 bis 3 ist genauso falsch. Ist auch das falsche Gottesbild. Das Gottesbild ist eher so, wie die Bibel schreibt, er ist heilig, er ist gerecht und in seiner ganzen Heiligkeit wartet er auf Sie. Er hat auf diesen Sohn gewartet und als er ihn von Weitem gesehen hat, ist er ihm schon entgegengegangen. Und wissen Sie, was der dann gemacht hat? Der hat ihn umarmt. Und wenn Sie heute zu Jesus zurückkommen, vielleicht haben Sie irgendwann mal in Ihrem Leben eine Entscheidung für Jesus getroffen, aber jetzt hängen Sie total durch. Und Sie hängen total in der Sünde fest. Und sagen, ich bin so stinkig, auf mich wartet Jesus gar nicht. Falsch. Er wartet total auf Sie und hält Ausschau, wann Sie kommen. Und wenn sie kommen, rennt Jesus ihnen entgegen und will sie in den Arm nehmen und sagen, egal wie sie heißen, ich weiß es nicht, Elisabeth, Claudia, Heinrich, egal wie sie heißen, und will ihnen sagen, der ganze Himmel freut sich,
dass ein Sünder Buße tut. Das will Jesus ihnen heute sagen. Und Jesus will ihnen sagen, wir machen ein Fest. Das, was verloren war, ist zurückgekommen. Das ist die Botschaft, die wir heute nach Aurich mitgebracht haben. Vielleicht sagen Sie, so schlecht bin ich gar nicht wie der da am Schweinetroch. So, ist das so? Wissen Sie, Sie können auch gut bürgerlich leben und vielleicht tun Sie ab und zu mal Ihre Sünde mit 4711 besprühen oder mit einem schönen Boss-Parfüm und sagen, dann stinkt das nicht so. Wissen Sie, der Sündengeruch kommt durch. Der Sündengeruch kommt durch. Und Sie sind eher pausenlos damit beschäftigt, so mit Ihrem gutbürgerlichen Leben, pausenlos beschäftigt, literweise auf der Sünde immer so ein Anstandsparfüm drauf zu tun. Das hilft Ihnen nicht weiter. Sie sollten Ihre Schuld und Ihren ganzen Paket nehmen und Ihr ganzes Todsein in Sünde nehmen und um das Kreuz gehen und das Jesus bekennen. Das hilft weiter, dann brauchen Sie auch kein Parfüm mehr. Können Sie das noch mal schön drauf tun, wenn wir Weihnachtsfest haben, das spricht da nichts dagegen. Aber wenn Sie ein Gotteskind sind und ein Gotteskind werden, dann können Sie sagen, ich war da unterm Kreuz und der Herr Jesus Christus hat den ganzen Schuldbrief zerrissen. Und alle, die hier rumgehen, Sie sehen hier so Lichtgestalten, ja, die so fröhlich lächeln, die so Traktat in der Hand haben, die eine persönliche Begegnung mit Jesus haben und jeden Tag erneut diese Begegnung haben. Wir erfahren immer wieder, dass wir jeden Tag auf seine Gnade total angewiesen sind. Kommen Sie auf uns zu, sprechen Sie uns an. Wir möchten auch gerne auf Sie zukommen, wenn Sie sagen, zählt das auch für mich? Ganz persönlich für mich, ja, für dich zählt das auch, lieber Mensch. Ganz persönlich für dich. Und wir würden uns total freuen, wenn wir uns einmal im Himmel wiedersehen und du oder sie sagen, in Aurich damals am 4.11., da bin ich zu Jesus gekommen mit meiner ganzen Schuld. Das wünschen wir Ihnen von ganzem Herzen. Gott segne Sie. Amen.